Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 19. April. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und noch einmal zur Erinnerung, wenn morgens jetzt noch während der sehr volatilen Phase wir bis 8:30 Uhr eine Range haben, die größer ist als 60, dann wechseln wir erstmal auf die 20er Boxen. Das heißt, nicht auf 15, sondern auf 20 und starten erst eine Minute nach 9, wenn sich die Märkte so ein wenig ausgependelt oder die erste Nervosität draußen ist und dann platzieren wir erst die Box. Wir blicken aber jetzt einmal auf die morgendlichen Wetterlage und gehen auf Bitcoin und wir sehen 40.000. Wir nehmen die Vorlage Zickzacklinie rein, also Zickzacklinie auf Daily sind wir Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Nächster Markt, den wir hier haben, ist der Dow Jones. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. S&P 500. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde plus minus 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde plus minus 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Ö. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gold. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und der letzte ist der DAX. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde plus minus 30 Long. 15 Short und 5 Minuten Long. 8:36 Uhr. Noch haben wir keine Box platziert. So, jetzt schauen wir mal, wo kommt die Vola-Box rein. Vierzehntausendeinhundertzweiundachtzig, das wäre dann etwas höher hier. So, in 22 Sekunden geht es los. 17, 16, 9, 7, 6. Wir sind auf der 20er Box hier zur Wiederholung. Lassen die erste Minute erstmal streichen und los geht's. Markt geht unten erstmal raus. Minute. So, 43 sind wir. Markt dreht nach unten. Wir wechseln die Big Number, gehen auf 14.000, auf die glatte Zahl. Gehen wir eine Etage tiefer, haben wir hier unten auch mit höherem Risiko die Vola-Box. 0,05. 0,05.
wenn es zu dieser Wohlerbox kommen sollte. So, wir haben uns von unten der Big Number erstmal entfernt, gehen in die obere Big Number jetzt wieder rein. Wir sind bei 70. 14.090 gehen wir Short oder 14.110 beim Daily Pivot gehen wir Long. Und auch hier haben wir die Vola Box aktuell. Können wir nach oben verschieben. Wenn er nach oben möchte, MTX, sehen wir den Abverkauf und dann jetzt hier wieder eine blaue Sonne als Tief markiert. Und wir stehen kurz vorm Einstieg. Und wir sind short im ersten Trade. Uhr heute am Market Roundup mit Dustin im Aktienbereich und wir sind short im ersten Trade, Big Number. Und raus. Das war der erste Trade. Big Number für unser Videotagebuch. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern und wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Zweite Box auf dem Level und dann bis morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch.